Mahlzeit und herzlich willkommen zum letzten Open-Air-Festival meiner Saison 2024. Wobei man sagen muss, so ein richtiges Open-Air ist es nicht. Campen schon, Konzerte sind aber da drin in diesem Festzelt. Das ist auch ein bisschen ein anderes Festival als sonst. Ich bin ja meist auf reinen Metal-Festivals unterwegs. Heute sind wir auf einem rockigen Festival. Rock'n'Roll, Hard Rock, ein bisschen Heavy Metal ist dabei beim Altenbergen Rock'n'Revel Festival. Wird eine spannende Nummer, ist ein Festival, das auch noch nicht so oft stattgefunden hat. 12 Bands sind wohl dieses Mal dabei und gleich seht ihr, welche das dieses Mal sind. Wir starten gleich rein in die Musik nach dem Intro. Viel Spaß, Film ab! Traditionen müssen gewahrt werden und deswegen habe ich auch beim Rock'n'Revel Festival wie immer jemanden aus dem Veranstalterstab mit dabei. Ricky, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Bei einem Festival, das wir zum ersten Mal besuchen, fangen wir immer ganz vorne an. Also erzähl doch mal, wie kam es denn zu der Idee, wie hat sich das Festival zusammengefunden? Eigentlich bei einer sogenannten Schnapsidee bei uns in der Bar im Ort. Mein Mann ist Musiker, hat mit seiner Band das erste Mal 2018 hier im kleinen Rahmen gespielt. Dann haben wir gesagt, hey komm, das müssen wir eigentlich jedes Jahr machen, nicht nur mit einer Band, sondern auch mehr lokale, auch internationale Bands hier zu uns in den Ort holen. Und dann war die Idee geboren. Unser Kneipier hier aus dem Ort ist ein ganz großer AC/DC-Fan. Mhm. Und dann war halt klar, dass wir halt die Rockschiene fahren wollen, klar. Welche Band ist das? Spielt die hier auch ab und zu mal noch? War Massive, australische Band. Die haben 2018 und ich meine auch 2019 gespielt und 22 nochmal. Ja. Und aktuell ist mein Mann in einem Projekt namens Sweet Electric und die sind dieses Jahr auch mit dabei. Wie viele Besucher sind das ungefähr her? Wie hat sich das entwickelt über die Jahre? Wie viele erwartet ihr dieses Wochenende? Wir haben in den letzten Jahren immer so rund 1000 Leute gehabt und das erwarten wir dieses Jahr auch wieder. 1000 Leute, das ist schon eine ganze Menge. Über das ganze Wochenende wahrscheinlich mit Tagesgästen, ne? Genau, also Wochenendtickets sind relativ gut im Vorverkauf gewesen, aber natürlich auch Tagestickets für Freitag und aber auch für Samstag. Wo wir aber natürlich jetzt dieses Jahr einen Riesenanstieg hatten, ist in den Zeltplatztickets tatsächlich. Ja, also es sind mehr Leute, die jetzt auch das ganze Wochenende tatsächlich auch vor Ort bleiben und sich jetzt halt vor Ort in die Atmosphäre auf dem Campingplatz halt geben. Ne? Wir haben eine lokale Band, die auch auf dem Campingplatz dann halt mittags so ein bisschen Radau noch macht, was die Leute halt natürlich dann auch super anheißt. Gab Frühstück, gab heißen Kaffee. Und ist natürlich für uns auch schön, dass die Leute auch miteinander feiern wollen und nicht dann halt quasi ins Hotel, in die Nachbarschaften irgendwo gehen und sondern auch hier bei uns dann auch vor Ort bleiben wollen. Ich glaube, bei den meisten, die hierher kommen, seid ihr das letzte Festival, wo man nochmal campt. Es ist Mitte, Ende September, da kann es schon manchmal frisch werden. Wie habt ihr dieses Datum für euch entdeckt, so Ende September? Ich glaube, das hat so ein bisschen mehr damit zu tun, dass so viele andere Festivalitäten im August und auch Anfang September noch sind, mit denen wir hier vor Ort nicht kollidieren wollen. Weil wir wollen natürlich auch unsere Zuschauer hier bei uns halten und nicht, dass, sag ich mal, ein paar Ortschaften weiter ein ähnliches Event ist und sich die Leute dann quasi splitten müssen. Ja. Jeder soll die Möglichkeiten haben, mehrere Events aufzusuchen. Ist für die Leute schöner, ist für die Veranstalter schöner und deswegen ist das für uns ein ganz gutes Wochenende jetzt geworden. So, erstes Interview noch, während es hell ist. Schön, euch zu sehen. Für meine Zuschauer ist es bestimmt das erste Mal für viele, dass sie euch sehen. Deswegen stellt euch gerne mal kurz vor, das ist eure Chance. Ja, die Black Diamonds sind eine Schweizer Rockband. Wir machen das seit 20 Jahren. Haben vor kurzem unser neues Album Destination Paradise veröffentlicht. Und ja, heute dürfen wir mal hier in Altenberg vor Superkulisse spielen. Und sind gespannt, oder? Genau, also wir freuen uns sehr. Ist echt cool gemacht hier.
sieht richtig professionell aus und wir können es kaum erwarten, zum auf die Bühne gehen. Du hast es gerade schon mal weggenommen, 20 Jahre macht ihr das schon. Ist das jetzt ein besonderes Jahr für euch? Habt ihr das irgendwie zelebriert 2024 oder war es eigentlich Business as usual? Wir haben es erst zufällig entdeckt, dass es 20 Jahre sind. Mathe ist nicht so unser Ding. Musiker, one, two, one, two. Also eigentlich wie immer. Eigentlich Business as usual, ja. Ich selbst habe mir vorher wie immer mal auch die Zeit genommen, um in die ganzen Bands reinzuhören. Und zufällig saß gerade meine Frau daneben, als ich bei euch reingehört habe. Und sie sagte so zu mir, wenn bei Disney-Filmen Rockbands Rock spielen, dann klingt das so ein bisschen so. Ich sag das mal charmanter. Es ist Good Vibe Music so ein bisschen. Würdet ihr das unterschreiben oder widersprechen? Ja, also ich würde schon irgendwie unterschreiben, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen so etwas, was wir immer versuchen auch an die Leute zu geben, ist einfach Spaß an dem Ganzen zu haben und halt auch mit den Fans Spaß zu haben und auch ein bisschen unsere Botschaft, dass man gute Laune hat und ja, ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man Spaß daran hat und diese Message bringen wir, denke ich, auch immer live rüber. Das Leben ist trist genug und wir machen die Musik auch Spaß miteinander und wollen auch Spaß vermitteln und ja, genau das hörst du in den Klängen. Ich finde die Anekdote mit Disney trotzdem witzig. Das ist auch ganz lustig, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse. Nee. Nee. Ihr kommt ja aus der Schweiz, da war ich tatsächlich schon auf einem Festival, das ist das Urrock-Festival bei Sarnen, keine Ahnung, ob ihr davon schon mal gehört habt. Habt ihr einen Festival-Tipp in der Schweiz, wo man mal vorbeischauen sollte als Rock- oder Metal-Fan? Einige. Also mir fällt mal Rocknacht in Tenwil ein. Mhm. Haben wir auch schon gespielt. Fand ich auch sehr cool, sehr gut organisiert und auch immer coole Bands. Vielleicht willst du noch was dazu sagen? Das Brienzersee Rock Festival ist ein tolles Line-up, cool organisiert. Rock the Lakes, sehr cool. Aber ja, ich glaube, wie überall, es gibt immer mehr kleine Festivals mit Charme und es ist einfach cool. Und was ja auch spannend ist, ihr habt ja dieses Festzelt, in dem das Ganze stattfindet. Auch durch das Datum, war das von Anfang an klar, dass das ein Zelt wird? Oder war das mal gedacht, vielleicht Open Air oder irgendwo in der Halle? Warum gerade das? Open Air ist geil, klar, aber du bist natürlich mit dem Wetter total abhängig. Ja. wir haben jetzt das Glück gehabt, dass es jetzt natürlich trocken geblieben ist dieses Wochenende. Wir hatten es aber letztes Jahr, dass es halt total matschig war und es ist natürlich für alle blöd, wenn es dann halt anfängt zu regnen, dann ist natürlich auch der Besucherzustrom gerade bei Tagesgästen auch total mau und so sind wir einfach total unabhängig. Die Technik muss nicht extra geschützt werden, alle bleiben trocken, alle können Spaß haben, egal wie das Wetter ist. Und man merkt es ja auch so, also ich sage mal, heute regnet es zwar zumindest bisher nicht, Klopf auf Holz, dass es so bleibt, aber es ist natürlich trotzdem frisch, ne? Also ich meine, wenn du bei abends dann 10 Grad oder 9 Grad im Wind stehst, ist Open Air natürlich schwierig. Ich glaube, da ist man ganz dankbar über das Zelt. Ihr wart gestern Abend ja auch schon da, ihr habt gemerkt, es wurde halt nachts tatsächlich schweinekalt, also das fing schon so gegen 8 Uhr an, als es wirklich frischer wurde, aber dann so gegen Mitternacht war das halt doch schon ordentlich und das hat man auch bei den Leuten natürlich gemerkt, ne? Also
die Hoodies waren der Verkaufsschlager. Ja, ja, da muss man sich warm eindenken. Ja. Dass das Festival 2 Tage lang stattfindet, das war ja nicht immer so. Das ist ja, wenn ich es richtig gesehen habe, erst seit letztem Jahr so. Genau. Vorher war es 1 Tag. Wie kam es, dass ihr das so ausgeweitet habt? Kam es so gut an, dass ihr gesagt habt, jetzt können wir das machen? Es kam super gut an. Die Leute haben auch nachgefragt, so hey, warum macht ihr das nicht über ein Wochenende? Wir haben gedacht, okay, personaltechnisch, wir machen das halt alle freiwillig. Ne? Das ist halt alles für uns Spaß an der Freude. Wir sind halt ein eingetragener Verein und machen das nur, um es fürs nächste Jahr wieder zu finanzieren. Und wir hatten alle gesagt, ja komm, ey, wir haben da auch Bock drauf, lass uns das machen. Je mehr Bands können wir haben, je mehr Spaß können wir haben. Und so hat sich das dann halt entwickelt, dass wir gesagt haben, ja komm, machen wir, wir probieren das. Und das kam im letzten Mal gut an, dass wir dabei geblieben sind. Blackhawk County, nice to meet you. To be honest, when I read the name, I didn't expect a band from Denmark. How's the metal scene there? I visited Denmark in the start of the year. I was in Roskilde at the Epic Fest, very power metal festival. Yeah. Are there many rock bands, heavy metal bands? Because I just saw the power metal scene. There is a lot. In Denmark in general, there's a lot of rock bands, especially a lot of metal bands. We have a lot of death metal bands that are doing well all over Europe. Yeah. Might have heard of Beast or Beast, maybe. They're a pretty big death metal band. But where we're from, it's kind of a mixed bag. There are some very big bands. There's actually a band called Killermensch, and they are they used to tour Download Festival and Wacken and all that kind of stuff. And then there's a lot of, you know, smaller bands who play stuff like that. Yeah. Killermensch? Yeah. That sounds very German. No, it's just their singer is very into philosophy. And I think it's a Nietzsche thing. Exactly. Now we're in Germany. I always like to ask that bands from other countries, when you think about Germany, the German metal scene, but also Germany in general, what is the first thing that comes to your mind? Big. Yeah, huge. Yeah. It's like, you know, when you're living in Denmark and you're living in Esbjerg, we have a little drive before we hit the bigger festivals. But when you think about metal festivals, it's also like Wacken. Just pops into the mind, and you know, Rock am Ring as well, and all that stuff. And then you also, every big band you see, if you ever see them on tour, always a lot of shows in Germany, and Germany is also a big export market for music. Yeah. You know, if you can get big in Germany, your next lead is the UK and the US, and if you get big there, you get the rest of the world. Kind of exactly. And also I think for us, we have about, in total, 650,000 people who listen to our music on Spotify. And our second biggest country is actually Germany. So we're really excited to be able to come here to Germany and play some festivals. Yeah, I often hear that from other bands that here are just many possibilities to play. How is it at the other side? When you look at, for example, Scandinavia, at Norway, Sweden, Finland, how is it there? Do you also go to that side, like to the north of your country? Sometimes? Yeah, we play all of our own country, but we also played Norway last year, I think. Yeah. And we also we're trying to go to Sweden and Finland and stuff like that, but I think there's as much a metal scene and rock scene in those countries as there is here. But like in Denmark, we have 6 million people, you know, and here, what are you, like 65 million people in Germany or something like that? It's 80. Yeah, 80 million. 80. Yeah, even better. So you know, where there might be like a fan base of, I don't know, 20,000 people in Denmark. It's like millions down here, you know. So. But also we see a lot of all these small festivals here in Germany, where you maybe are around from 500 to 4,000. We don't have that many of them in Denmark. Yeah. Mainly it will be, you know, full mill. And we are like in a band where we don't fit into the totally rock festival. Yeah. We don't fit into the total metal, because on the one side we are too hard, on the other side we are too soft. Yeah. So it's like, it's nice to start to knowing about more of these small festivals in Germany, because we fit in here. Yeah, exactly. Yeah.
The kids are losing their minds. The big, big ball. We are the married man. We are the married man, yeah. We come into your town. We have your party down. We are the married man. Forever, whenever. Let's make this last forever. Forever, whenever. Let's make this last forever. Tag 2 beim Rock'n'Ravel Festival, der kam ziemlich schnell. Erster Eindruck, ist ein schönes kleines Ding. Im Zelt wird es trotzdem gut voll, das ist genau die richtige Größe. Ich finde das schön bei der Witterung, die man im September haben kann. Das ist im September ähnlich wie im April, da kann man Glück haben, dass es warm ist. Bis letzte Woche hatten wir 30 Grad oder Pech. Jetzt haben wir nachts so 7 oder 8 Grad. Da ist es echt angenehm, nicht im Wind in der Kälte zu stehen, sondern drin in diesem Zelt. Das passt super. Der Sound ist halt so, wie man sich das bei einem Zelt vorstellen kann. Der ist okay. Manchmal, je nach Band, bisschen verwaschen, also ihr solltet auf jeden Fall Gehörschutz dabei haben, passt aber. Ich finde das Festival so schön, preislich passt das auch alles, 3 Euro zahlt man mit Wertmarken quasi, man holt sich diese Wertmarken für einen Softdrink da drin, das finde ich, das passt, das Ticket mit 40 Euro fürs Wochenende ja sowieso ziemlich günstig, das finde ich eigentlich alles ziemlich cool. Line-up-mäßig macht es auch Spaß, gestern meine Highlights waren auf jeden Fall Black Diamonds, muss ich sagen, die haben mir wirklich gut gefallen, Blackout County, die fand ich auch nicht schlecht und heute freue ich mich auf das Wiedersehen mit Storms Fährmann. Die haben wir ja schon mal gesehen bei Metal Bash vor einem Jahr, das es ja im Moment leider nicht mehr gibt. Schade, schade. Und The Lazies aus Australien wird auch cool. All Nine Yards zum Opening, die machen sicherlich auch Spaß. Also es sind einige Bands dabei. Ich finde das hier gar nicht schlecht. Es gab heute eine Morning Band, die ist auf den Campingplatz gekommen. Fand ich cool. Das ist dann so ein bisschen Unplugged Feeling. Die stellen sich mitten drauf, waren direkt neben unserem Camp. Cool für eine Stunde. Gab es heute so ungefähr 3 Stunden lang mit Pausen dazwischen, so von kurz vor 11 bis kurz vor 2, war ein bisschen viel, fand ich. Also weil man kann sich halt nicht zurückziehen, Infield ist nicht offen, das war vielleicht ein bisschen viel des Guten, sonst aber cool. Und jetzt starten wir mal rein in die Bands des zweiten Tages, wird denke ich nochmal cool drin im Zelt, da sind wir auch nicht so anfällig, falls es heute wieder windig und wolkig wird. Profil, das steckt ja quasi schon im Namen Rock'n'Ravel. Ihr habt einen Hauptfokus, würde ich mal behaupten, auf Rock, auf Hard Rock, Rock'n'Roll, ein bisschen Heavy Metal. Wie seid ihr genau auf dieses Profil gekommen? Wie ja vorhin schon gesagt, ist unser Knäppier ein ganz großer AC/DC-Fan. Da kam er schon so diese Classic-Rock-Richtung auf jeden Fall. Als ich dann meinen Mann quasi mit ins Dorf gebracht habe, ja okay, komm, Rockband, ne, australisch, angelehnt auch an, klar, die Klassiker, Guns N' Roses, AC/DC und so weiter und so fort. Ja. War eigentlich klar, dass das in diese Richtung geht. Und wir hören alle privat Rock und Metal und setzen uns dann halt auch im kleinen Team immer zusammen und gucken, hey, wer ist im Budget, auf wen haben wir Bock, wie können wir uns da gut einigen. Und ich glaube, die letzten Jahre waren wir auch sehr skandinavisch aufgebaut. Das steckt aber auch einfach drin. Also von da oben kommt natürlich super viel gute Musik, klar. Ja.
Aber was uns halt auch immer wichtig ist, klar, es soll in der Rock-Metal-Schiene bleiben, deswegen halt auch der Name, klar. Uns ist aber auch wichtig, dass wir die lokalen Bands mit einbinden. Also nicht nur, dass wir die großen Bands ranholen, wie jetzt dieses Jahr zum Beispiel Bonafide und Bokassa als Headliner, sondern wir haben auch die lokalen Bands jedes Mal als Opener dabei, weil wir auch die unterstützen, weil auch die sollen gehört werden, auch die sollen eine Chance kriegen, halt im Musikbusiness vielleicht auch von anderen gehört und gesehen zu werden. Und das ist halt für uns ganz wichtig, dass wir die jedes Jahr auch mit im Boot haben. Ich komme jetzt mehr aus der Metal-Szene und weiß, das ist ein Riesenteich mit Unmengen an Bands. Wie ist es denn jetzt im Rock-Bereich? Habt ihr da auch eine große Auswahl an Bands oder ist das ein bisschen intimer? Nee, gar nicht. Es ist super breit gefächert. Es gibt ja auch, keine Ahnung wie viele, 20.000 Unterkategorien. Das ist ja wie im Metal. Ja. Dann gibt es die Art und die und die und die. Und irgendwann blickt man selber gar nicht mehr durch, weil man denkt so, hä, aber das ist doch genau das wie das. Aber dann ist da, kennst du selber. Ja. Auf jeden Fall können wir uns auch vor Bewerbungen nicht retten. Ne? Also wir kriegen jeden Tag super viele Anfragen, so hey, wir wollen bei euch spielen. Manchmal mit super netter Formulierung und so gefühlt 10 Seiten Text. Und manchmal nur, hi, wir wollen spielen, hier, hört euch das mal an. Es sind so viele Anfragen, wir hören uns vieles an, aber es ist so viel, wir können auch gar nicht jeder Band einzeln absagen. Ja. Also die Leute, die wir haben wollen, die schreiben wir dann halt natürlich auch an. Oder wenn wir uns was merken wollen, dann kommen die auch auf eine Liste. Aber es ist halt wirklich so ein Umfang und ich meine, wir sind ein kleines Festival. Man müsste sonst einen einstellen, der nur Absagen schreibt. Ne? Richtig. Und ich will nicht wissen, wie das bei Festivals in ganz anderer Größe à la Wacken und Co. aussieht, die aber alle ja auch nur mit Agenten arbeiten. Ne? Also ja. Die wissen halt, wo sie, wie, wo ihre Bands picken. Ja. Die können sich aber auch ein bisschen mehr leisten, ganz klar. Ja, und wir, wie gesagt, wir haben unsere internen Listen, worauf wir Bock haben, auch in der Zukunft, was wir uns eigentlich mal wünschen, wo es mal hingehen soll, welche Bands wir gerne haben. Aber wir haben auch eine Liste, wo wir sagen, hey, haben wir mal reingehört oder ist uns mal auf Festival, Konzert XY aufgefallen? Lass uns da mal reingucken, lass uns die mal kontaktieren und ja. Yannick, Jochen, schön euch wiederzusehen, muss man ja sagen. Knapp anderthalb Jahre ist es her, dass wir uns in Hamburg bei Metal Bash gesehen haben. Wie ist es euch ergangen seitdem? Ja, ambivalent. Also wir hatten... Also wenn du sagst, seit dem Metal Bash, dann hast du uns in einer anderen Formation gesehen. Insofern gab es schon einen Wechsel. Das war schon zu verdauen, weil der Jan, der alte Sänger, und ich, wir das seit 9 Jahren gemacht haben, gemeinsam. Und gleichzeitig hatten wir dann ab Februar quasi mit Yannick und mit Torben, unserem Basser, ideale Ergänzung und dann war das ja unfassbar geil, weil wir einfach nur coole Gigs gehabt haben und das geht noch weiter. Also ja, ambivalent, aber so ein Jahr gerne, nächstes wieder. Mir ist das aufgefallen, ich habe mich nämlich schon gefragt, dieser Bart, der so aussieht wie bei eurem Backdrop fast schon, das wäre mir doch aufgefallen. Wie gefällt's dir? Ah. Grandios. Also das war natürlich große Fußstapfen, in die ich da treten musste. Jan ist ein super Sänger und ich habe mich da anfangs mit schwer getan, aber mittlerweile fühle ich mich pudelwohl und habe richtig Spaß an der Sache. Ich weiß nicht, wie lange seid ihr jetzt schon hier auf dem Festival? Seit wann heute? Ja, ein bisschen stressig. Wir sind tatsächlich erst heute angereist, leider. Wir beide hätten gern Black Oak Country gestern gesehen. Ja. Nee, wir mussten heute anreisen und wir müssen leider heute auch noch wieder abreisen. Okay. Das ist schade, weil da sind schon eine Menge coole Bands, die wir total gern abgefeiert hätten. Ich frage trotzdem generell mal, wie gefällt euch denn das Festival hier? Wie ist denn so euer Eindruck? Also ihr habt ja schon gespielt. Wie war es auf der Bühne und wie ist so das Drumherum? Ihr seid ja jetzt auch bestimmt schon ein paar Minuten rumgelaufen. Ja, drumherum super, aus unserer Sicht. Nette Gespräche, die Absolut. Wir nach dem Gig hatten. Absolut, großartig. Das passt. Wir wurden total nett begrüßt, gleich rumgeführt. Also Orga passt für uns auch. Sound auf der Bühne, da können wir nochmal drüber reden. Das war ein bisschen schwierig für uns. Gleichzeitig wissen wir, Festivalsituation. So. Ja, muss alles schnell gehen. Ne? Genau. Du musst schnell aufbauen, du musst schnell abbauen. Da ist es manchmal schwierig, nur mal einen kompletten Soundcheck genau. zu machen. Aber hinter der Bühne total nette Menschen, hilfsbereit, schnell, muss ich auch sagen. Ja. Alles cool. Also ich verfolge das Festival schon ein paar Jahre über die asozialen Medien. Weil da immer befreundete Bands gespielt haben, Heartbone, Crossplane. So,
das sah immer geil aus. Insofern haben wir uns tierisch gefreut, dass wir eingeladen wurden. Ja. Ich habe mich mit euren Bandkollegen beim letzten Mal drüber unterhalten, dass ja gerade was so die Rockbands und vielleicht auch die, die so in den Kneipen spielen, dass da nicht mehr so viele Junge nachkommen, dass es eher die vielleicht aus eurer Generation sind, sage ich mal. Aber ich finde, so ein Festival hier macht eigentlich Hoffnung, weil das sind halt nicht nur Leute fortgeschrittenen Alters, da sind auch welche dabei, die noch unter 40 sind. Ne? Also ich finde, das macht schon Hoffnung. Absolut. Und ich muss auch sagen, in den anderthalb Jahren, seit wir uns nicht mehr gesehen haben, hat sich tatsächlich auch bei uns im Stade was getan. Da gibt es tatsächlich zwei, drei neue Bands, die, ach, wo ich denke, ja, cool, die Kids hängen einfach nicht nur vorm Rechner oder was, sondern da gibt es tatsächlich noch Rock'n'Roll. So, echt cool. Ja. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde das toll, dass man eben nicht nur die Silver Surfer, ich sag das mal ganz drastisch, sieht, sondern eben auch dann vielleicht doch noch Leute in meinem Alter. Rockers and the house, the mother, the big body girl, now they're
Ja, eine wichtige Frage eigentlich, das Booking. Worauf achtet ihr denn da insbesondere? Also ein bisschen, was hast du ja schon gesagt, lokale Bands sollen drin sein. Ihr habt auch mal was Internationales. Worauf guckt ihr noch? Einfach auf den gesunden Mix. Also wir schauen, dass wir, wie gesagt, als Opener auf jeden Fall immer lokale Bands haben an beiden Tagen oder halt auch, ne, generell deutschlandweit. Wir haben jetzt heute ist Sturms Fährmann aus Norden da. Also auch Deutschland intern auch ein bisschen kleiner. Sweet Electric aus Köln sind mit dabei. Wir gucken aber auch immer, dass wir internationale Bands dabei haben, die hier in Deutschland Fuß fassen wollen, die vielleicht auch schon größere Namen haben, wie Bokassa jetzt zum Beispiel. Die haben mit Metallica getourt. Da habe ich sie das erste Mal gesehen. Mhm. Das war 2019, glaube ich, vielleicht, in Köln. Haben wir Metallica den Opener gemacht, gefolgt von Ghost. Ja, und das bleibt halt im Gedächtnis, ne? Ja. Und so kommt man dann halt vom Opener bei Metallica zu einem Headliner auf einem anderen Festival oder halt zu größeren Konzerthallen. Und einfach der gesunde Mix dazwischen. Ne? Bands, die auf dem aufsteigenden Ast quasi sind, auf dem Weg nach oben, von denen man auf anderen Konzerten gehört hat. Ja. Und natürlich, wo wir auch darauf achten, ist, was uns die Besucher sagen, worauf die Bock haben oder halt wir selber natürlich auch. Ne? Wir sind auch ein großes Team und jeder hat natürlich dann irgendwo mal wen gesehen, was gehört. Und da gucken wir schon, dass wir uns alle zusammensetzen und mal in diverse Songs halt auch reinhören. Was mir auch aufgefallen ist für ein Zwei-Tages-Festival, euer Ticketpreis, der ist ziemlich günstig. Lass mich nicht lügen, es waren fürs Wochenendticket 40, ja, kann es sein? 40 Euro? Genau. Also das ist ja nun wirklich nicht viel Geld für zwei Tage Festival. Wie schafft ihr das? Wie macht ihr das, dass es so günstig bleibt? Weil viele Festivals, die nehmen mehr. Wir sind ein eingetragener Verein, das heißt, wir haben keine große Profitabsicht. Wir wollen einfach das nächste Jahr finanzieren mit unseren Einnahmen quasi. Und wir wollen natürlich auch, dass die Leute kommen, die Leute feiern können. Und es ist ja einfach super viel teurer geworden. Wir müssen unseren Ticketpreis halt auch ein bisschen anziehen, klar. Ja. Wir versuchen aber trotzdem, dass das alles in einem Rahmen bleibt, wo die Leute trotzdem auch gerne kommen und nicht sagen, boah, kann ich mir das jetzt noch leisten oder nicht? Und wie gesagt, bei uns gehen die Einnahmen alle in die Investition fürs nächste Jahr, weil wir halt weitermachen wollen. Uns ist ja wichtig, Musik weiter zu fördern, auch Freizeitaktivitäten für die Leute zu fördern und einfach eine Win-Win-Situation für beide Seiten zu erstellen. Und einfach deswegen auch, man hat es vielleicht auch an Essenspreisen gesehen, ne, oder auch an den Getränkepreisen. Es ist anders als bei Großstadtfestivals. Ne. Maddie, it's very nice to meet you here in Altenbergen. And I saw that it's your second last show over here in Europe and after that you finished your tour. How's your conclusion? Oh, we love Europe. It's amazing. We haven't been here in a long time. It's been 5 years, but we're back and we're ready to rock. How much effort do you have to put into touring here? Because I think you do that out of passion and not for a living. Yes. We're trying to get it to a living. Yes. But yeah, it's passion. Quite a lot of the guys are in Australia and I'm in Canada and we've got TJ on bass, he's in Canada too. It does take a lot of kind of hard yards, but we make it work somehow. Yeah. To be honest, I don't know that much about the rock scene over there in Australia. I just know Airburn because I saw them live, and a few metal bands like Northlane or Lagerstein because I'm more a metal guy, not that much of a rock guy. Australia is a huge country with just a few spots with people. So is it hard to get gigs over there or do you have a lively scene? No, it's not a great live scene and it's especially tough for rock bands. Yeah. So don't move to Australia as a rock band. Don't do it. Get out of Australia. So if you're a musician, an artist, how do you start over there? Because I mean, normally here in Europe, you have a ton of gigs. You can play a ton of small venues or you can tour over the countries around. But for you, it's harder because you always have to fly. Yeah, I know. We have to fly to the gigs. Yeah. No, we just, it's like, we were in Australia for a long time. And we were playing shows, but we weren't kind of growing or kind of gaining a live crowd, right? So, I don't know, this just wasn't connecting. But here, they love it. You love it. So it's awesome, man. We will keep coming back all the time. Ah, that's nice. I think you have been to a few countries all over the world. So if you think about your time with the Lazies, what was your favorite experience? Germany. You have to say that now. Yeah, because I'm here. No, we've been a band for a long time. We've been a band for, it's coming up to 17 years.
So I've had a lot of great experiences, but yeah, it's got to be Europe. The best experiences have been Europe, playing small festivals, big festivals, clubs, pubs, bars, yeah. Ja, der Blick, der geht natürlich nicht nur auf die Vergangenheit, das, was jetzt gerade stattfindet, sondern auch in die Zukunft. Das frage ich eigentlich immer, wenn er das Festival jetzt so anschaut, wohin soll denn die Reise in den nächsten Jahren gehen? Soll sich das so stabilisieren? Habt ihr noch Pläne? Wollt ihr wachsen? Wie sieht es denn aus? Das Radio hat das die Tage schon so schön gesagt. Wacken hat auch mal klein angefangen. Ich meine, guck dich mal um. Platz. Neben uns, ja, da haben wir den Wald, aber da ist Wiese, dahinter ist auch noch Wiese. Also wir haben rein theoretisch Platz. Natürlich muss man immer gucken, wie sich das dann halt über die Zeit entwickelt. Ne? Also wir haben noch Platz zu wachsen. Es wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Lust haben wir auf jeden Fall weiterzumachen. Wenn das noch größer wird, dann bitte gerne. Je mehr Leute kommen, desto mehr Einnahmen haben wir, desto bessere, größere Headliner können wir natürlich immer besorgen. Ich meine, Bands sind teuer. Das, wenn man da nicht so die Einsicht hat, dann kennt man das nicht so. Aber das ist schon halt nicht ganz ohne, was da halt so an Kosten hintersteckt. Was man auch verstehen kann, ne? Gerade internationale Bands, die müssen hier runterfliegen oder sind halt beim Tourbus unterwegs. Das ist natürlich immer alles eine riesen Logistik dahinter. Aber ja, Bock haben wir. Es darf gerne größer werden und wir werden schauen, was die nächsten Jahre dann so bringt. Was mir heute Morgen aufgefallen ist, es war ja nicht zu überhören, ihr habt eine Band gehabt, die auf dem Campingplatz ein bisschen Stimmung gemacht hat und auch relativ lange, also ich glaube mit kleinen Pausen waren die insgesamt 3 Stunden da. Wie kamt ihr da drauf und warum eigentlich so lange? Das habe ich so noch nicht erlebt. Genau, das war eine Coverband aus dem Nachbarort tatsächlich. Wir hatten das im letzten Jahr schon mal, dass wir meinen Mann als Alleinunterhalter auf den Campingplatz gestellt haben. Einfach nur Gitarre, Mikro, ab dafür. Ja. Und das ist einfach, ich meine, bis es jetzt hier nachmittags losgeht, das ist sonst einfach langweilig. Wenn du den ganzen Tag nur auf dem Campingplatz hängst und es ist irgendwie nichts groß los, klar, ne, man unterhält sich, man hat Mucke an und so. Aber wenn du halt eine Band oder generell einen Musiker einfach noch da hast, die Leute können mitsingen und das ist einfach ein bisschen mehr Stimmung da. Ne? Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass das eigentlich eine ganz coole Idee ist, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, bis es dann hier auf dem Gelände weitergeht. Dann kommen wir jetzt Richtung Ende. Zum Abschluss frage ich das immer. Hast du noch was, was du den Leuten da draußen, euren Zuschauern, meinen Zuschauern gerne sagen möchtest?
Ich freue mich, wenn ihr irgendwann mal vorbeikommt. Macht euch mal ein eigenes Bild auf dem Rock'n'Ravel. Lernt die Leute hier kennen aus dem Dorf. Lernt die Umgebung kennen. Lernt uns als Menschen kennen. Und vielleicht habt ihr auch Bock mitzumachen. Kommt einfach vorbei und habt eine gute Zeit. Ende aus Mickey Mouse beim Rock'n'Ravel Festival in Altenbergen. Sehr kurzweiliges Festival, kein Wunder bei 12 Bands, von denen wir 10 gesehen haben. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz schön. Also grundsätzlich ein schönes Festival, war für mich mit dem Musikgeschmack hier, mit der musikalischen Färbung ein Experiment. Ich habe schon gemerkt, ich bin jetzt halt eher ein Mettler als ein Rocker. Das heißt, für mich waren da jetzt wenig Big Highlights dabei. Aber ein paar Bands fand ich schon ziemlich cool. Black Diamonds höre ich bestimmt einmal öfter rein. Ich fand Black Oak County ziemlich cool. Sweet Electric haben mich gerade live überzeugt, obwohl ich dachte, die sind gar nicht so meins, aber die machen Stimmung. The Lazies waren cool. Ich fand auch All Nine Yards und Storms Fährmann zum Anfang mit ihren kurzen Sets sehr kurzweilig. Ach, das war schon cool. Ein paar Kleinigkeiten gibt es ja auch zu bemängeln, das muss man halt sagen. Also das größte Manko, das sind die Dixies. Es gibt 2 Dixies für ein Campground, die waren am Nachmittag des 2. Tages voll und da musst du halt ins Infield gehen, wo es nur Spültoiletten gibt, wo du 50 Cent bezahlen musst und musst halt immer ins Infield laufen. Also das ist eigentlich ein No-Go, das habe ich lange nicht erlebt. Das letzte Mal bei Metalfest in Tschechien, wo die Leute so verzweifelt waren, dass sie in die Pissrinnen geschissen haben. Da besteht dringender Nachholbedarf. Das gehört zum ganz kleinen Einmaleins eigentlich. Sonst eher Kleinigkeiten. Der Sound war manchmal ein bisschen verwaschen, wie das in der Halle so sein kann. Aber ich fand's okay. Mit Hörschutz ging's dann schon. Diese Campground-Band Fairy Sweat, die am Samstag gespielt haben, war eine coole Idee. Fand ich die erste Stunde cool. Habe ich ja schon mal länger drüber gesprochen. 3 Stunden zu viel. Lasst eine Stunde, meinetwegen 1,5 spielen. Und dann ist auch gut, lasst die Leute mal in Ruhe ihre Mucke hören und aufstehen. Das ist dann irgendwann ein bisschen viel. Man kommt halt nicht weg. Ja, und sonst habe ich eigentlich nicht mehr viel zu meckern auf dem Campground hier. Könnte man, da mussten wir am Anfang ein bisschen diskutieren, mehr zulassen, dass die Leute direkt an ihren Autos campen, denn es sind echt nicht so viele Leute. Ne? Also ich würde sagen, lass es 50 Zelte sein. Ne? Was sagst du, Kameramann? 50 Zelte, passt. Ja, also da weiß ich nicht, muss man jetzt nicht so Platz sparen. Die wussten nicht, wie viel kommen. Aber grundsätzlich, wenn man schon hier so ein kleines Festival hat, ist am Autocampen schon cooler. Wir konnten es, muss man auch sagen, man konnte mit dem Ordner sprechen. Ja, also ich kann mich nicht beschweren, aber grundsätzlich wäre es halt cool. Und wieder viel gemeckert für ein eigentlich gutes Festival, so wie das bei mir üblich ist, weil eigentlich ist es cool hier. Super günstig, 40 Euro für 2 Tage, da kann man überhaupt nicht meckern. Auch die Getränkepreise mit 3 Euro von 0,3 Liter sind angemessen. Essen halt zu Festivalpreisen, da gab es so ein bisschen das Übliche, ne? Currywurst, Pommes, gab einen Burgerstand. Ja, kann man sich nicht beschweren. Shirt für 20 Euro, eigentlich alles mit drin, was man braucht. Und vor allem ein super cooles, nettes Team. Veranstalter und das Team drumherum, die sind alle super lieb, super nett, super knuffig. Also da kann man überhaupt nicht sagen, das macht dann auch Spaß, das steckt an. Ne? Da hat man dann auch ein ganz schlechtes Gefühl, wenn man so seine Kritik äußert. Aber naja, dafür bin ich ja auch hier. Also wenn man an so ein paar Kleinigkeiten was macht, also hier Zelten am Auto, wie gesagt, mehr Dixies auf jeden Fall, das muss unbedingt mehr Dixies oder abpumpen lassen. Das geht nicht, das ist unverzichtbar. Und vielleicht bei der Campground Band das ein bisschen kürzt, dann passt eigentlich alles, ne? Und Line-Up war Geschmackssache. Ich glaube, viele Leute hier hatten ein super Wochenende. Und das war's dann auch schon mit meinem letzten Open-Air-Camping-Festival. Jetzt kommen nur noch Indoor-Festivals diese Saison. Los geht's dann mit der Indoor-Saison Ende Oktober mit dem Rocken hilft in Essen. Ist ein kleines Metalcore-Festival, lediglich einen Tag mit Ghost Kid, wem sonst. Dann kommt das Urrock in der Schweiz, da waren wir jetzt 3 Jahre nicht mehr. Das ist vor allem ja auch im Rockbereich ein bisschen anders als hier, nicht ganz so Hardrock, sondern ein bisschen bunter, auch ein bisschen metaliger. Und dann zwischen Weihnachten und Silvester kommt das No Sleep After Xmas Festival mit einer vollen Dröhnung Power Metal in die Fresse. So, das war mein Bericht hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Festival gefallen hat, wenn ihr da wart, ob das was für euch wäre oder wann ihr das letzte Mal so richtig randvolle Dixies erlebt habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in den Kommentaren oder unter einem oder auf einem der nächsten Festivals. So, das war's von mir. Bis dahin. Man sieht sich.